Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Wunschpartner-Orakel. Ja, wie jeden Sonntag gibt es das Wunschpartner-Orakel. Und heute habe ich mir das Orakel überlegt, das was sehr beliebt ist bei euch. Und zwar stehen wir ja quasi kurz vor dem Sommer. Und ich habe hier die Karten gefragt, was plant denn dein Wunschpartner in deine Richtung so für die kommenden Monate, also jetzt hier für den Sommer? Das ist hier die linke Seite und zwar mit dem Old Style Lenormand. Und auf der rechten Seite habe ich mir dann angeschaut, was kommt denn tatsächlich? Und da habe ich auch diese Lenormand-Karten verwendet. Also auf der linken Seite schauen wir uns an, was plant denn dein Gegenüber in deine Richtung, und auf der rechten Seite, was wird er denn tatsächlich tun. Und dann noch zusätzlich drei Botschaften vom Herzengel. Ja, das ist natürlich ein allgemeingültiges Orakel. Das kann jetzt hier auf dich zutreffen oder nicht. Ich biete jetzt diese Legung eine Woche lang zum Aktionspreis an. Jetzt bis kommenden Sonntag, das ist der 31. Mai 2020, bekommst du diese Legung für dich individuell, für dich und deinen Wunschpartner zum Aktionspreis als Video um 35 € statt 40 € oder per E-Mail um 20 € statt 25 € und jetzt einmalig eine Woche lang diese Legung als WhatsApp-Legung um 25 €. Ja, wenn du diese Legung für dich haben möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte lieber auf mich persönlich schauen lassen, dann schau einfach in die Infobox, da findest du den Link, wo du das buchen kannst. Ja, ich wünsche natürlich gute Karten. Ich starte jetzt gleich mal los mit der Seite, was plant denn dein Gegenüber in deine Richtung? Und da haben wir, oh, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Start. Als Hauptthema haben wir das Kind. Und das Kind steht für einen Neubeginn. Da kann man jetzt natürlich dann auch schon sehen anhand von dieser Seite, ob jetzt hier dein Gegenüber wirklich Interesse hat, was er denn so plant. Und da kann man eben anhand der Karten dann schon auch sehen, ob du hier wirklich auch in seiner oder in ihrer Zukunft eine große Rolle spielst. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir das Haus. Das Haus steht natürlich für den privaten Bereich, aber natürlich auch für das feste Fundament, das dein Gegenüber mit dir aufbauen möchte. Dann die Fische. Die Fische stehen hier für die Seelenpartnerschaft. Dein Gegenüber möchte mit dir hier etwas vertiefen. Also hier geht es nicht um Oberflächlichkeiten, sondern hier wirklich darum, dass hier etwas sich vertiefen wird. Dann die Wolken. Die Wolken stehen für die Unklarheiten, aber, also Unklarheiten, Missverständnisse, aber wir haben ja hier als Hauptthema das Kind. Und das Kind steht ja für den Neuanfang. Also wenn es bei euch in der Vergangenheit oder jetzt aktuell Missverständnisse gibt, so plant dein Gegenüber auf jeden Fall mit dir hier den Neuanfang und dieses Missverständnis zu klären. Dann haben wir den Baum für die Stabilität, den Wachstum. Dein Gegenüber möchte hier wirklich an diesem Neuanfang anknüpfen. Das feste Fundament laut deines Gegenübers ist schon gesetzt und es muss nur noch aufgebaut werden und wachsen sozusagen. Dann haben wir die Routen für Gespräche, Gespräche über einen Neuanfang. Also dein Gegenüber plant hier wirklich mit dir wichtige, tiefgründige Gespräche über einen Neuanfang zu führen. Also da kann man jetzt natürlich dann schon sehen, dass dein Gegenüber hier wirklich auch Interesse hat in deine Richtung. Dann der Park für Verabredungen, Treffen, die Öffentlichkeit, jemand sich für einen Neuanfang zu öffnen. Also es geht wirklich in diese Richtung, dass hier dein Gegenüber wirklich jetzt bereit ist, mit dir über einen Neuanfang zu sprechen, sich auch zu öffnen und an dieser Verbindung weiter aufzubauen. Dann haben wir den Storch für die positive Veränderung. Also dein Gegenüber möchte hier mit dir auch wirklich etwas positiv verändern.
Und als letzte Karte, da haben wir den Sarg. Der Sarg steht hier auf jeden Fall für die große Transformation. Normalerweise, wenn der Sarg kommt, hat man Angst, oh, etwas wird beendet. Ich würde das nicht so sehen, weil ich hier wirklich nur gute Karten habe. Ich habe hier die Karten des Aufbaus, ja? Also dein Gegenüber möchte eine alte Situation beenden und dann mit dir einen totalen Neuanfang machen, ja? Positive Veränderung in der Stagnation. Vielleicht stagniert es jetzt momentan zwischen euch und dein Gegenüber plant hier wirklich tiefe Gespräche mit dir zu führen, was die Seele belastet, hier wirklich auch sich zu öffnen, einen Neuanfang mit dir zu wagen und hier wirklich auch an dieser Verbindung zu arbeiten und daran aufzubauen. Ja, davor muss natürlich eine alte, ungute Situation beendet werden. Und hier sieht man schon, dass dein Gegenüber, wenn dieses Orakel für dich bestimmt ist, aufrichtiges und ehrliches Interesse hat. Er macht sich hier wirklich Gedanken, wie man hier etwas verändern kann. Ja, also du bist hier deinem Gegenüber definitiv nicht egal. Ja, da muss ich aber allerdings dazu sagen, das kann jetzt hier wirklich auf dich zutreffen oder nicht, ja? Wenn du sagst, ja, es könnte jetzt so sein, aber ich möchte trotzdem nur mal sicher gehen, dann, wie gesagt, kannst du diese Legung ja jetzt zum Aktionspreis buchen. Da können wir dann schauen, ist es hier in deiner individuellen Legung gleich? Ist es besser? Kann natürlich auch schlechter ausfallen, ja? Das sieht man natürlich dann, wenn ich die Karten gelegt habe. Und wenn du diese Legung zum Aktionspreis buchen möchtest, dann einfach in die Infobox schauen. Da gelangst du dann direkt zur Bestellseite, ja? Aber wenn du sagst, ja, ich fühle da irgendwie, dass das hier stimmig sein kann, bitte sei dazu zu erwähnen, dass es eben auch dann so sein kann, dass es bei dir nicht der Fall ist, ja, weil ich eben nicht für dich hier speziell die Karten lege, sondern für das Kollektiv. Den einen oder anderen oder für den einen oder anderen wird das zutreffen. Bei manchen kann es natürlich auch sein, dass es nicht der Fall ist. Schauen wir uns jetzt an, was denn tatsächlich kommen wird. Die Pläne sind schon mal sehr gut. Dein Gegenüber hat hier ehrliches Interesse, aber schauen wir, was denn dann tatsächlich kommt. Hier haben wir als Hauptthema der Reiter. Etwas kommt in Bewegung. Jemand wird aktiv sein. Ist auch schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen als Hauptthema. Ja, der Reiter ist das Gegenteil vom Sarg. Der Sarg steht meistens immer so für die Stagnation. Es geht nicht weiter. Und der Reiter steht dafür, dass etwas jetzt kommen wird, dass etwas weitergehen wird. Dann haben wir die weibliche Hauptperson. Also du hast dich hier, also das ist, bist jetzt du, also die Fragestellerin oder der Fragesteller. Das ist immer der Zuschauer, die Zuschauerin. Kann auch sein, dass du hier aktiv wirst oder dein Gegenüber wird in deine Richtung aktiv werden. Du spielst aber hier in der Zukunft eine wichtige Rolle und auch dein Gegenüber. Jetzt habt ihr euch beide ins Kartenblatt gelegt. Dann der Bär für Stabilität, Mut, Stärke. Dein Gegenüber schaut hier direkt in den Bären rein, was bedeutet, dass dein Gegenüber in Zukunft mutiger sein wird und auf dich zugehen wird. Dann das Karmakreuz. Und beim Karmakreuz ist es immer wichtig zu schauen, welche Karte liegt links und welche rechts. Links haben wir jetzt keine bei diesem Neunerblatt, aber dafür rechts. Und rechts ist das, was mehr wird. Die Aktivitäten zwischen euch werden mehr werden. Auch weil dein Gegenüber immer mutiger in deine Richtung wird. Dann haben wir die Sense. Die Sense hakt hier aus dem Kartenblatt raus. Das bedeutet Spontanität, plötzliche Aktivitäten. Also in diesem Sommer kannst du damit rechnen, dass dein Gegenüber immer plötzlich und unerwartet sozusagen aktiv wird, ja? Also man weiß jetzt quasi nicht, was als nächstes kommt, aber im positiven Sinne. Dann das Kleeblatt für kleine Glücksmomente. Der Fuchs, für das trotzdem immer noch so ein kleinerer Zwiespalt vorhanden sein wird. Der Fuchs steht aber auch für die Schleue. Also jemand wird es hier schlau angehen. Also hier deute ich jetzt den Fuchs nicht schlecht. Und dann haben wir den Hund. Der Hund steht für Treue, für Freundschaft, für Regelmäßigkeit. Ja, etwas wird regelmäßig stattfinden. Hund und Fuchs kann man natürlich auch sagen, okay, die Untreue sozusagen. Wenn dein Gegenüber jetzt noch in einer Beziehung ist, dann ist es natürlich die Untreue. Das ist natürlich klar, ja. Aber hier geht schon
In eine sehr, sehr gute Richtung. Es wird zwar noch ein bisschen ein Zwiespalt sein, aber da das Kleeblatt für die Kurzlebigkeit ist, wird dieser Zwiespalt immer nur kurzlebig sein, ja? Es kommt Stabilität ganz plötzlich, es kommen jetzt immer mehr Aktivitäten in deine Richtung und das Ganze findet dann auch regelmäßig statt. Also es kommt jetzt ab dem Sommer eine gewisse Regelmäßigkeit in eure Verbindung und dann sind natürlich alle Wege offen, auch wenn jetzt hier für diesen Sommer die feste Partnerschaft noch nicht da liegt, ja? Aber es geht schon mal in eine gute Richtung, denn dieses Kartenblatt steht einfach dafür, es kommt Bewegung rein, es geht vorwärts, es kommt eine gewisse Regelmäßigkeit rein und es liegt hier nicht die Stagnation. Ja, also finde ich dieses Kartenblatt eigentlich sehr, sehr gut und da könnte man sagen, dass das, was dein Gegenüber hier vorhat, schon auch umgesetzt wird. Schauen wir uns jetzt noch die Botschaften vom Herzengel an und zwar die Schatzinsel. Entdecke innere Kostbarkeiten. Also hier geht es auch darum, Innenschau zu betreiben. Ja? Du entdeckst neue Dinge bei deinem Gegenüber, aber auch dein Gegenüber bei dir. Dann haben wir, oh, die Liebenden. Da brauche ich nicht viel dazu sagen. Öffne dich für eine himmlische Herzensverbindung. Also es geht hier definitiv, wenn du mit diesem Orakel angesprochen werden sollst, in eine Liebesbeziehung. Ja, hier hat dein Gegenüber definitiv für dich Gefühle und definitives Interesse. Und als letzte Karte die Konflikte. Gegensätze in Partnerschaften sind Geschenke. Es gibt natürlich immer wieder den einen oder anderen Konflikt. Ja, das ist natürlich klar. Ja, aber an diesen Konflikten kann man wachsen. Und ihr habt das große Potenzial, hier wirklich eine wunderbare Beziehung zu leben. Wow, ich bin begeistert. Ich hoffe natürlich, dass das auf einige oder eigentlich auf alle, aber das ist natürlich nicht möglich, zutreffen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich schon auf die nächsten Orakel. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao.